Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Final Fantasy XII. Ja, wir sind immer noch in der Kanalisation, haben Amalia im Team. Als Gast, wohlgemerkt. Sie wird von uns keine Befehle annehmen, bla bla. Wir haben es in der letzten Folge gehört. Ist mir auch eigentlich im Moment relativ scheißegal, dass sie von uns keine Befehle annimmt. Ah, viel Spaß bei der Zwischensequenz. Verdammt. Das Gamepad vibriert gerade. Das ist, wenn man es auf dem Schoß liegen hat und sich gerade was zu trinken aufmacht und es da im Begriff ist, runterzufallen, nicht so schön. Hallo! Na ihr Blubbers! Ja, das sind Schleime, an denen macht man relativ wenig Schaden. Jetzt, es sei denn, man hat wirklich eine Schusswaffe ausgerüstet, wie es Ball 4 hat. Oh, da ist jemand blind. Items. Augentropfen. Auf Ram. Wir können hier wirklich jeden Schlag irgendwie gebrauchen. Deswegen sollten die Leute wohl nicht blind werden. Ja. Waren heilt gerade eifrig. Ball 4 sollte auch dann mal Augentropfen bekommen. Oh, hier komischen Viecher, ey. Ich müsste jetzt eigentlich mal meinen Gruppenleader wechseln. Weil wenn Bahn die ganze Zeit heilt, das ist auch ein bisschen uninteressant. Gut, aber so viel passiert jetzt hier gerade auch nicht. Also ihr seht schon, wenn Balfir drauf schießt, das macht ein bisschen mehr Schaden, wie wenn die anderen draufhauen. Das ist einfach, ja. Warum jetzt Kugeln an diesen Gegnern mehr Schaden anrichten, keine Ahnung. Aber Schwerthiebe gehen wohl strack durch. Ja, du siehst echt knuffig aus. Schon niedlich, das Ding. Ich hoffe nicht, dass das Trinkwasser ist, wenn da solche Viecher drin sind. Aber es scheint ein Boss zu sein. Ansonsten wäre jetzt diese Fanfare nicht. Ja. Ein bisschen rumposen. Wie auch immer er es schafft, sein Schwert in einen massiven Steinboden zu rammen. Oder zu werfen. Vielmehr. Er wirft es ja einfach nur da vorne rein. Aber ich bin großartig. Mein Gott, was will man mehr, ne? Ich bin großartig. Das wusste ich auch eigentlich schon vor diesem Spiel. Es ist schön, dass das nochmal bestätigt wird. Also auf jeden Fall eine Schatztruhe. Da hinten ist keine, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe in diesem Pixelmeer. Nein. So. Eine Phönixfeder. Schön. Die Dinger werden auch immer wichtiger, umso mehr Leute wir in die Party bekommen. Jetzt heißt es aber erstmal für uns weiter durch diese Kanalisation und Amalia. Das ist, wie kann man sich nur so einen bescheuerten Namen geben? Irgendwo abliefern. Keine Ahnung. So genau weiß sie das, glaube ich, selbst nicht, wo sie hin muss. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hoch. Oh. Ja, ist schön, wie ich das abgeblockt habe. Und dieses Ding sich gerade heilt. Aber es hat keine Chance gegen die geballte Übermacht von 4 Leuten. Ah, da vorne ist er auch noch hin. Wow. Die Dinger sind garstig. Die kommen später auch noch als Bosse. Ich mag sie nicht sonderlich. Aber das werdet ihr später noch sehen. Oh, ich habe auf jeden Fall ein Level-Up erhalten. Ja, ich weiß, ich bin der Heiler. Deswegen seid ihr jetzt gerade so unheimlich hinter mir her, ihr blöden Mobs. Da ist wieder jemand blind. Amalia. So, so.
Du bleibst einfach mal blind. Ist eh nur ein Gast. Irgendwann wird er schon aufhören. So. Ja, mittlerweile gibt es eigentlich auch nur noch einen Weg, den wir lang gehen können. Links und rechts vom Weg abgehen ist jetzt gerade nicht so. Da ist nix. Oder? Nee. Ja, okay. Wow. Beachtet mich auch jemand, oder bin ich jetzt gerade alleine hier unterwegs? Ja, jetzt ist dieses Ding natürlich, ich hab Gemach. Mhm, okay. Gemach ist ein Zustand, also ich finde ihn urnervig, aus dem ganz einfachen Grund, weil jetzt füllt sich meine Leiste unten ein bisschen langsamer. Und mit ein bisschen langsamer meine ich nur noch halb so schnell. Ja, es ist nicht gerade angenehm. Ach, wir waren doch gerade eben da unten. Och, plötzlich steht da unten eine Kiste. Och. Ja, das scheint dieser Aufgang zu sein. Wo ich ganz am Anfang... Och, jetzt... Echt jetzt... Ja, heil dich halt. Ich weiß halt jetzt spontan nicht, was ich zu dem Kampfsystem noch sagen soll. Außer, dass einer unter Gemach leidet und die andere blind ist. Aber es blinkt schon. Heißt blinken, dass es weggeht? Oder generell so, hallo, guck mal hier, ich habe einen blöden Zustand. Bilde ich mir das ein oder blinkt es als schneller? Hm. Kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Hm. Stimmt, diese Kammer hier, an die erinnere ich mich noch, mehr oder weniger. Ein Speicherpunkt. Wo wir uns einfach mal heilen werden, aber nicht zwischenspeichern. Hallo? Meine Vorrichtung. Ach ja, okay. Da geht's nicht lang, da geht's nicht lang, da geht's auch nicht lang. Hallo? Hier irgendwo muss doch lang gehen. Ach, hier geht's einfach weiter, okay. Oh, ich hätte vielleicht doch speichern sollen, weil hier kommt jetzt ein Boss. Ich glaube, hier kommt ein Boss. Das könnte jetzt eventuell ein bisschen blöd ausgehen. Je nachdem. Hallo? Ist jemand da? Ja, natürlich ist jemand da. Ja, ein lustiges brennendes Pferd. Wer kennt es nicht, die brennenden Pferde aus der Kanalisation? Und das ist, ich würde jetzt sagen, es ist Ixion. Nein, es ist Pyros. Ah, schön. Ah, das hier ist das Ding, wo man ganz am Anfang die Ratten getötet hat. Ja, Wahn, hast Glück, dass Pyros damals noch nicht da war. Okay, das ist ein Limit von ihm. Alles brennt. Und Amalia stirbt fast. Amalia stirbt schon wieder fast. Was auch immer es mit Amalia macht, es mag Amalia nicht sonderlich. Und Balfir nebenbei gemerkt auch nicht. Na komm. Ja, natürlich.
Au, 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 au. Toxin sollte ich auf jeden Fall heilen. Und ich glaube, die High Potion heilt TP im Kampf. Nee. So. Ball 4. Ach komm, Amalia geht mir jetzt gerade mal sowas von am Arsch vorbei. Nee, eigentlich nicht. Sie gehört mit zum Kampf gerade. okay. Da könnte ich eigentlich... Ah, nee. Das mache ich jetzt nicht. Ansonsten hätte ich jetzt nämlich gesagt, ja, okay, ändere ich kurz das Gambit ab, aber, ich komme ja gleich wahrscheinlich wieder zu einem Speicherpunkt. Hallo? Ich merke gerade, ich regeneriere auch MP. Während des Kampfes. Das hatte ich auch alles nicht mehr in Erinnerung. Guckt an. Ja, aber der Boss ist doch relativ einfach. Was sagt die Uhr? Ja. Wir haben da noch ein bisschen Zeit. Irgendwie merkt das Pferd, dass ich derjenige bin, der hier die ganze Zeit heilt. Oh. Armes Putt-Putt. Tschüss. Ein Feuerpferd in der Kanalisation. Wie blöd ist denn das? Also jetzt mal ohne Mist. Oh, blöd, ne? Now's not the time. They think me some common thief. Better than a common assassin. These people have done nothing. Release them. What are you doing? Don't interrupt me. I'm thinking. Wait. You know what he was doing. You have to let him go. You have to. Pinello. Sorry. That dinner will have to wait. I told you. That's enough! Leave him alone! Uh-oh. Hold on to this for me, would you? Just until I bring Vaughn back. On your feet, you, Aria. Alright, alright. Itchy, aren't we? It's Paul Fear, my brother. What does that philanderer think he's doing? I was to kill Paul Fear, not those apple-pated Imperials. Hm. Ja. Das war irgendwie klar, dass das nach hinten losgeht. Und vor allen Dingen, wer ist Amalia gewesen? Hm? Wer könnte das gewesen sein? Wir haben sie schon mehrmals gesehen in diesem Let's Play. Ah. Amalia. I brought you some of those flowers you like. Galbana lilies. Remember? You always said how they smelled nice and how pretty they were. Remember? The king. Did you? Were you really a part of it? Even if you were, Captain Bosch must have tricked you into it.
You're awake. Where are we? Prison. Where else? More a dungeon, but it's really all the same. Das hast du dir so nicht vorgestellt, ne? Jump at every little thing down here and you'll wear yourself out. It's not even a proper dungeon. They just sealed off the bottom level of the fortress. Take a look around. We're not the first they've thrown down here. Where's Fran? She's off trying to find us a way out. Remember what curiosity killed? Just a friendly word of advice. This is all the water we've got. I'd save your strength if I were you. Ja, das Nalbina-Verlies. Boah. Der Auftrag sollte klar sein. Wir müssen hier rauskommen. Koste es, was wolle. Aber mein Auftrag ist jetzt auch erstmal klar. Und zwar werde ich dieses Ding da erst looten. Einen Rostklumpen erhalten. Okay. Und werde dann hier oben, sobald ich da bin. Ah. Okay. Ja, ich weiß. Auch an diesem Ort können wir nicht entfliehen, wenn wir die Handlung nicht abgeschlossen haben. Ist alles in Ordnung. Und zwar, komm, werde ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Ja, auch Dankeschön in dieser Folge, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Final Fantasy 12. Wenn euch gefällt, was ich mache, abonniert mich, kommentiert meine Videos, empfehlt mich weiter natürlich. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ansonsten bleibt anständig und bis dann.